Das Absetzen der Aufbaukabine ist durch das spezielle Tischer-Verfahren auch für Laien kein Problem. In wenigen Schritten ist die Kabine abgesetzt und Sie können Ihr Fahrzeug normal nutzen. Zunächst müssen Sie die vorderen Stützen an der Kabine anbringen. Lösen Sie die Stütze aus der Halterung und stecken Sie den Auslieger in das Fahrzeug. Anschließend befestigen Sie die Querstreben unter der Kabine mit einer Schraube. Ziehen Sie dann den unteren Teil der Stütze aus. Die hinteren Stützen sind fest am Fahrzeug angebracht. Sie müssen lediglich ausgezogen werden, bis sie auf dem Boden aufliegen. Legen Sie nun die Teller unter die Stützen. Anschließend müssen Sie noch die Kabinenverankerung lösen. Diese befindet sich unter der Sitzbank im Ladeflächeninneren. Drehen Sie dazu das Spannschloss, bis es herausgenommen werden kann. Dann können Sie mit dem Anheben der Kabine beginnen. Fahren Sie dazu die Stützen aus. Die Kabine hebt sich nun von der Ladefläche ab. Steht die Kabine sicher auf den Stützen, können Sie Ihr Auto unter der Kabine herausfahren. Für einen festeren Stand sollten Sie die Kabine noch auf den Boden absenken. Und schon steht Ihrer Übernachtung in der Natur nichts mehr im Wege. Zuerst müssen Sie Ihre Kabine wieder anheben, damit das Auto darunter passt. Verwenden Sie hierfür die elektrischen Stützen, einen Akkuschrauber oder die Kurbel. Nun müssen Sie mit Ihrem Auto so unter die Kabine fahren, dass die Verankerungen an den markierten Stellen befestigt werden können. Dann müssen Sie die Kabine bis auf die Ladefläche absenken. Sitzt die Kabine sicher auf der Ladefläche, können Sie die Verankerung der Kabine auf der Ladefläche des Pickups befestigen. Bevor Sie wieder starten können, müssen Sie noch die Stützen einfahren. Fahren Sie sowohl die hinteren als auch die vorderen Stützen ein. Montieren Sie dann die vorderen Stützen ab, legen Sie diese in die Transporthalterung und schon können Sie zu neuen Zielen aufbrechen.